Herzlich willkommen auf dem ersten Video NBA 2K25 auf meinem Kanal. Wir sind zurück. Wir haben eine halbe Stunde gewartet, bis wir ins Game reinkonnten. Die 2K-Server waren gefried wie Chicken bei KFC. Und jetzt bin ich drin. Ich habe eben dieses komische Einführungsspiel gemacht. Und jetzt gucken wir uns mal meinen ersten Eindruck an. Jetzt kommt schon die Playnow-Demo. Wir gucken uns das an. Erster Eindruck von der Grafik ist alles so ein bisschen dunkel. Ich weiß nicht, ob ich da noch in die Settings reingehen muss. Aber es ist so alles so ein bisschen so Bulli, so, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Unser Kanal beschäftigt sich hauptsächlich mit MyTeam. Wir gehen jetzt in MyTeam rein. Ich hoffe, wir haben nicht zu viele Tutorials. Wir gucken uns alles mal an. Wir zocken ein Game, ein Offline-Game erstmal, öffnen unsere Packs und, ja man, gehen ins Game rein. Ich bin wirklich gespannt und jeder, der neu dazugekommen ist auf dem Kanal, herzlich willkommen. Herzlich willkommen, wir ziehen hier durch. Guckt euch die Videolisten über die letzten ein, zwei Jahre an. Wir sind konstant, also wenn du Bock auf konstanten MyTeam-Content hast oder generell NBA 2K süchtig bist, dann bist du bei mir genau richtig und jetzt gehen wir rein. Es ist so Zeit, dass es endlich mal wieder einen Wechsel gibt. Die Tapete ist sowas von durchgegilbt vom alten MyTeam 2K24-Rauch. Hier ist Jason Tatum. Ganz ehrlich, das interessiert mich nicht. Gehen wir es an. Sammle Karten, verwalte dein Team, spiele und verdiene. Jo, wer verdient hier? NBA 2K am Ende. Wir müssen unser Starter-Pack auswählen. Ich habe mir gar keine Gedanken gemacht, welches Starter-Pack ich haben möchte. Deswegen nehme ich jetzt einfach mit geschlossenen Augen das hier. Und wir... könnte da Victor Wembanyama drin sein? Wir werden sehen. Auf jeden Fall ist die Chance, dass er da drin ist, sehr, sehr niedrig. Wir haben Jeremy Sohan, wir haben Stephon Castle, Harrison Barnes. Okay, 13 Karten, das heißt ein Pack noch 5 und dann nochmal 3 Spieler. Da ist kein Victor Wembanyama dabei. Da sind tatsächlich auch... keine Spurs-Spieler drin. Okay, das ist interessant. Sind nur die ersten 5 Spieler Spurs-Spieler gewesen? Victor Wembanyama als Smaragd-Karte. Das sind nur Goldkarten. Jabari Walker, Delon Wright, John Concha. Okay. Dann nochmal 10 Karten. Jetzt gibt es wahrscheinlich Consumables. Die Karten sehen so ein bisschen oldschool aus, wenn ihr mich fragt. Wir haben jetzt die Trikots und die Arena von den Spurs. Was bekommen wir hier noch? Schuh. Okay. Kriegen wir noch irgendwas anderes? Okay. Coach ist Ime Udoka. Was müssen wir denn hier noch öffnen? Okay. Free Agent Pack. Jetzt geht's um die Wurst. Wir haben 5 Spieler zur Auswahl, die bei uns 25 Spiele lang spielen können. Ich habe mir schon im Vorhinein Gedanken gemacht, wen nehme ich? Ich werde Kevin Durant und Giannis Antetokounmpo nehmen. Kevin Durant hat auch nochmal einen Wurf. Giannis Antetokounmpo kann zur Not Center spielen, falls wir auf Big irgendwie schwach aufgestellt sind. Ist beweglich, kriegt gute Animationen. Er hat auch einen neuen Wurf und der soll gar nicht so schlecht sein, auch wenn das Rating jetzt nicht das höchste ist. Wir bestätigen und bekommen jetzt den Free Agent Rewind Player. Und da finde ich die Entscheidung schon schwieriger. Ein Spieler ist raus. Allen Iverson, keine Chance, zu klein. Michael Jordan, Julius Irving, Kevin Garnett, Kareem Abdul-Jabbar. Weil wir mit KD und Giannis jetzt auch big relativ gut sind, muss ich mich zwischen Jordan und Julius Irving entscheiden. Wir hatten letztes Jahr das Problem, dass Michael Jordan etwas schwach war. Julius Irving war meine Lieblingskarte. Wir gucken uns mal die Werte an. Dreier ist eine 69. Bei Michael Jordan, ich brauche nochmal jemanden, der ein bisschen werfen kann, ist der Dreier eine 75. Und die Defense von Jordan ist bestimmt auch besser. Die Defense von Jordan ist bestimmt auch besser. Wir haben hier eine 97. Ja, komm. Wisst ihr was? Wir nehmen den Goat, zweitbest Goat. Wir nehmen Michael Jordan. Teamname Butzbach. Erwachsenen. Ah, shit. JVA, Alter. Oh, es nervt, wie sie mir alles erklären wollen. Kann das Spiel nicht checken, dass ich seit 10 Jahren MyTeam spiele, Mann. Das ist krass. Ja, toll, das Playbook. Das nervt. Jetzt fragen sie mich. Sag mir, was ist neu? Alrighty, wir sind da. Wir holen uns jetzt unsere tägliche Belohnung ab. 250 MT. Das sind die ersten 250 MT. Jetzt kriegen wir PlayStation Plus Packs, obwohl wir gar kein PlayStation Plus haben. Das ist brutal geil. Die öffnen wir jetzt auch direkt. Seasons, okay. Wir haben den Pro Pass. Den nennen sie hier Profi-Pass. Oh, selbst das haben sie übersetzt.
keine Kosten und Mühen gescheut. So, wir öffnen zuerst einmal. Okay, wir haben einiges. Wir machen die PlayStation Plus Packs. Wir öffnen die PlayStation Plus Packs und hoffen, dass da schon was Gutes drin ist. Irgendwie ein Porzingis, ein Wemby oder was auch immer. Anthony Edwards. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Als ersten Spieler, den wir überhaupt sehen, Anthony Edwards, 87er, Ruby Player, Shooting Guard, Small Forward und Aaron Gordon, Smaragd. Im zweiten Pack, okay, cool, cool, cool. Die Packs sind umsonst, die nehmen wir mit und bekommen in Nummer 3 kein Shake, kein langsamer Shake. Darius Garland, das ist gar nicht so scheiße. Das ist nochmal einer, der ein bisschen das Spiel machen kann. Jetzt öffne ich noch Vince Carter und Derrick Rose. Und ein Problem, wir haben noch kein Auktionshaus. Das müssen wir uns erstmal erspielen. Es wird auch ein bisschen länger dauern. Doppelte Karten kann man dann noch nicht verkaufen. Das ist ein bisschen doof. Gucken wir uns mal die Pack Animation an. Das sieht cool aus. Das ist soweit okay. Jetzt zeigen sie ein Rating. Irgendein random Rating. Ich habe auch schon andere Ratings bei anderen Leuten gesehen. Soweit gut. Und das ist es dann gewesen. Erster Eindruck von der Pack Animation. Absoluter Trash. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich habe den Walkout vom letzten Jahr viel mehr gefeiert. Dieses Bild hier. Vielleicht kommt da noch irgendwas Cooles, aber das, wie es jetzt ist, das ist es nicht. Derrick Rose, der ist von dem Season Pass in Season 7 in NBA 2K24 noch. Das ist der Point Guard, den wir dann erstmal haben werden. Wie gesagt, das, der erste Teil von diesem Pack Opening Ding ist cool. Passübersicht 79. Random Stat, Alter. Da könnte jetzt auch, keine Ahnung, Blocken 44 stehen. Und wir bekommen Derrick Rose. Nee, ich fühle das nicht. Das ist wack. Stell dir mal vor, du hast einen richtig geilen Pull und dann ist das deine Animation für dein Pack. Ach, Leute. Das ist eine Box, 10 Spielerkarten, ein Spieler, 4 Objekte. Ja, da wird nichts Geiles drin sein. Gucken wir uns mal an, was wir jetzt hier für ein Team haben. Butzbauch JVA. Wir machen die beste Aufstellung, die geht. Wir haben Derrick Rose. Wir nehmen mal Edwards. Wir lassen mal die Free Agent Players lassen wir mal raus. Und das ist doch schon mal irgendwie. Das ist doch schon mal irgendwie okay. Das sieht schon gar nicht so scheiße aus. Wir können jetzt unsere Spieltaktik jetzt nicht nur defensiv, sondern auch offensiv vor dem Spiel ändern. Hier auf Freelance, schönes Five Out. Da können wir auch Defensiv-Settings einstellen. Das lasse ich jetzt erstmal so, wie es ist, in Ruhe. Adaptive Coaching aus. Timeout manuell, Spielerminuten manuell, Wechsel manuell. Playvision, alle Spielzüge. Foul spät im Spiel manuell. Das sind Sachen, die sollte man auf jeden Fall schon mal einstellen. So, und ich würde sagen, wir machen als allererstes Game überhaupt ein Clutch-Time-Offline-Spiel. Die Frage ist, wie kommen wir jetzt zu Clutchtime Offline? Ich glaube, wir müssen das machen über Breakout. Und ich nehme nur Clutchtime. Schwierigkeit, jetzt ist die Frage, wie schwer wird es? Ich habe jetzt schon gehört, dass Leute, die auch schon länger dabei sind, geguckt wurden von der CPU. Ich will es nicht zu hart, deswegen würde ich mal sagen, wir probieren mal All-Star. Da sind wir so ziemlich in der Mitte und wir gehen mal rein mit diesem Team. Auf geht's. Wir haben eine neue Arena. Ein bisschen comic-mäßiger, gefällt mir nicht gut. Unser Gegnerteam, Caris LeVert, Lamar Odom. Okay. Ungefähr ausgeglichen, das ist schon mal gut, das ist fair, das hätte auch anders ausgehen können. Jetzt ist die Frage, bei Clutchtime haben sie im Vergleich zum vorletzten Jahr, im letzten Jahr, die Shotclock auf 24 hochgesetzt, statt auf 14. Hier ist es jetzt auch wieder auf 24, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Das erste Pick and Roll gegen die Hose, die Kamera gefällt mir nicht. Wir stellen die Kamera um. Wir gehen nicht auf 2K tief, wir gehen auf normal 2K und so kann es, glaube ich, erstmal bleiben. Wir speichern das Ganze und die Pick and Roll Verteidigung hat jetzt gut funktioniert, weil unser Rollman auch einfach super langsam war. Die Bewegungen sind alle noch ziemlich stiff. Vince Carter. Oh mein Gott. Wir haben auch noch das Shotmeter an. Bewegung gefällt mir nicht. Wir ziehen das Foul. Das ist wichtig. Gucken wir uns die Freiwürfe an. Gestern habe ich Carlos Story gesehen in seinem Livestream. Er durfte ja einen Tag früher.
Die Freiwürfe waren ein Problem. Mir gefallen die neuen Bounce-Animations am Korb. Dagegen kann ich gar nichts sagen. Das Shotmeter finde ich auch in Ordnung. Ich weiß jetzt nicht, wie es sich direkt anfühlen würde ohne Shotmeter, aber so für einen Freiwurf finde ich das schon in Ordnung. Man sieht es erst und dann geht es irgendwann weg. Und dann ist halt die Frage, triffst du den Release? Was ist denn hier mit den neuen defensiven Animationen? Skill-based, die hier so angekündigt wurden. Green Release unterm Korb vom Gegner. Alles klar, 2-2. Wir müssen eigentlich das Spiel schon mit Mr. Derrick Rose machen. Und die Frage ist jetzt, wie kriegen wir unsere Blow-Bys? Da ist doch einer! Yo, Derrick Rose, was geht ab? Die ersten Punkte aus dem Spiel heraus. Die Grafik gefällt mir nicht gut. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also auf meinem Bildschirm zumindest sieht es nicht gut aus. Steals, keine Chance, okay. Das wären jetzt Steals gewesen. Die wären in dem 2K von vor 2 Tagen, was ich noch gespielt habe, so ein bisschen. Da wäre ein Steal draus gewesen. Gut, man muss jetzt im Hinterkopf behalten, wir haben die Spieler fangen jetzt quasi wieder von vorne an. Darf man eigentlich nicht vergleichen. Das ist ein Moving Shot, den passt er, und das ist Vince Carter mit dem Layup. Diese Layups gehen rein. Ich weiß nicht, ob es an der Schwierigkeit liegt oder ob generell diese Layups ein bisschen einfacher sind. Ich mache die jetzt hier gerade mit Viereck, nicht mit dem Stick. Postgame soll generell besser sein. Vielleicht zählt dann sowas unterm Korb auch mit. Mal sehen, wir müssen das alles kennenlernen. Wir sind gerade aktuell, Stand jetzt, alle gleich schlau, was das Spiel angeht. So fühlt es sich zumindest an. Cuts zum Korb funktionieren nicht. Gib mir mal was. Snatchback. Wir sind da. Dunkmeter. Okay, okay, okay. Wie sieht das denn mit einem Dreier aus? Gib mir mal was. Oh. Okay, Vince Carter. Vinny C. mit einem Moving Dreier. Und ich hab die Hoffnung gehabt, dass Moving Dreier nicht so overpowered sind. Wenn dieser Spieler, gut, All-Star-Schwierigkeit, ich weiß nicht, aber wenn der jetzt schon so reingeht, wer weiß, was da auf uns zukommt, wenn die Spieler besser werden. Mal sehen. Also Dribbling wird auf jeden Fall noch einige Leute brauchen, die uns da helfen mit irgendeinem Tutorial. Wenn ich dann irgendwann herausgefunden habe, was geht, was nicht geht, dann werde ich auf jeden Fall auch mein Dribble-Tutorial bringen. Das sind ja auch immer ganz gute Videos, um neue Leute auf den Kanal zu bringen, generell um helfen zu können. Boah, ein Green Release direkt mal reingedrückt hier. Deswegen das, wenn ich es soweit habe, werde ich auch auf jeden Fall das Ding bringen. Schreibt mir ansonsten in die Kommentare, was ihr braucht. Wir probieren mal den Alley-Oop. Wow, okay. Doppeldreieck und dann Viereck gedrückt halten. Hab R2 jetzt gerade noch dabei gedrückt gehabt. Das funktioniert noch so wie im letzten Jahr. Also Steals auf jeden Fall eine andere Nummer. Jetzt versuche ich das mal mit Viereck. Ja, ich komme da nicht ran. Bump Steals, wie sieht das aus, wenn wir... Ah, guck mal, der Switch, der funktioniert noch, der X-Switch. Aber Derrick Rose im Mismatch, da keine Chance in der Verteidigung. Wir haben die letzte Minute, jetzt sind wir wirklich in Clutch-Time drin. Jetzt nicht nur der Modus, sondern auch, dass es hier Clutch wird. Wir lassen den Move auslaufen. Shotmeter etwas zu früh, geht nicht rein. Und, ew. Vince Carter mit dem Pick and Fade, come on. Der Pass war super langsam. Step back. Oh! Vince Carter gefällt mir richtig gut. Ich komme hier gerade gut mit dem klar. Es ist natürlich nur ein Offline-Spiel. Aber wenn hier was funktioniert hat, dann war es der gute alte Vinny C. Ich glaube, ich muss für den Stream heute Abend mein Vince Carter-Trikot auspacken, Mann. Wir werden jetzt wahrscheinlich Freiwürfe bekommen. Gegner wird uns faulen. Ich will nochmal das Pick and Fade mit Vinny C. Come on, gib mir den. Ah, Shot Fake. Dunkmeter. Oh, zu früh. Timeout vom Gegner. Das erste Eindruckvideo. Letztes Jahr haben wir Triple Threat gespielt. Und ich glaube, das haben wir gewonnen. Das war sogar ziemlich deutlich. Nicht, dass wir hier unser erstes Spiel verlieren. Lasst mal aufpassen, dass wir das nicht verlieren. 23 Sekunden noch. Come on. Aufpassen. Dieser Miller kann keinen Dreier, oder? Ich gehe jetzt gegen die CPU in die Off-Ball-Defense. Nein. Nein. Oh, stellt euch vor, das wäre ein End-One gewesen. Ich wäre geplatzt vor Scham. Vielleicht geht einer daneben. Das wäre gut, weil dann kriegen wir auch wieder dieses Freiwurf-Game.
Aber Darren Williams ist eigentlich ein sicherer Schütze. Das zeigt er auch hier beim ersten Wurf. Stellt er direkt unter Beweis. Der zweite geht auch rein. Okay, jetzt die Frage: Passen wir auf Vince Carter oder auf Derrick Rose? Ich will Vince Carter, auch wenn ich seine Animation nicht kenne. Die werden nicht faulen. Die werden nicht faulen. Gib mir Aaron Gordon. Vince Carter, Aaron Gordon. Und das ist eventuell der Sieg. Wir haben jetzt kein Timeout mehr beim Gegner. Das heißt, es wird ein weiter Wurf kommen. Und der geht. Oh, der geht nicht rein. Wir gewinnen unser erstes Game in NBA 2K25. Ich bin gespannt, wie viel Rap wir bekommen. BJA. Ich denke, Butzbach, JVA, BJ. BJ könnte auch eine ganz andere Abkürzung sein. Das muss ich eventuell nochmal ändern. Wir bekommen Levelfortschritt 3,9%. Rap sind wir von unfähig, spielunfähig, geile Bewertung, auf Bronze direkt auf 50%. Das heißt, noch so ein, zwei Games, dann sind wir schon ganz tief im übernächsten Level drin. Spielstatistiken, ja gut, brauchen wir uns nicht angucken. Ich finde, dass wenn man herausfindet, wie man sich effektiver bewegen kann, dass das Spiel sich ganz gut anfühlt für den ersten Eindruck. Es ist natürlich am Ende, jetzt werden die Leute sagen, ja, im Vergleich zu NBA 2K24, was würdest du sagen? Ich sag euch, am Ende ist es 2K. Am Ende ist es 2K und dafür mache ich mich jetzt gerade noch mal ein bisschen größer. Leute, am Ende ist es NBA 2K. Das ist ein Basketballspiel, das sich jetzt von einem Jahr auf das nächste hoffentlich weiterentwickelt hat. Von dem, was ich bisher gesehen habe, und ich kann jetzt wirklich nur sagen, von dem, was ich vorher gesehen habe, hat es sich wahrscheinlich von den Modi her auf jeden Fall weiterentwickelt. Das sieht von dem, was man hören und lesen konnte, richtig gut aus. Ob es dann wirklich so ist, das werden wir jetzt in den nächsten Tagen erstmal erfahren. Spielerisch, ja, was soll man sagen? Es ist ein Basketballspiel. Es ist nichts schiefgegangen. Es ist nichts passiert, wo wir sagen, ach du Scheiße, das hätte niemals passieren dürfen. Aber selbst das wird irgendwann passieren, ja. Ich finde, Stepback macht Spaß. Probiert mal die Stepbacks mit dem Stick aus, ja. Rhythm Shooting haben wir jetzt noch nicht probiert, aber das wird im Wurf-Tutorial dann auf jeden Fall drankommen. Wir werden das ausprobieren und dann kommt alles nach und nach. Wie gesagt, schreibt rein, was ihr euch wünscht. Ich habe auch schon bei Instagram eine Umfrage gemacht. Da kam richtig viel Rückmeldung rein. Herzlichen Dank dafür. Ansonsten schaut auch mal auf dem Stream heute Abend vorbei. 19 Uhr. Gucken mal, wie lange wir machen. Wahrscheinlich so bis 10, halb 11. Und dann finden wir mehr heraus, haben hoffentlich das Auktionshaus schon freigeschaltet. Es kommt ein Wurf-Tutorial, es kommt Gameplay online, offline, Tipps und Tricks. Leute, ich freue mich auf das Jahr. Wenn ihr neu dabei seid, lasst gerne ein Abo da. Wenn ihr bis hierhin geguckt habt, müsst ihr sowieso ein Abo da lassen. Wer noch nichts geholt hat, was NBA 2K angeht, ihr kriegt bei mir über meinen Link Instant Gaming in der Videobeschreibung die geilen Preise vom PSN-Guthaben bei Instant Gaming. Ich bekomme 3% von meinem Kaufpreis. Supportet den Kanal, profitiert von den guten Preisen von Instant Gaming und genießt das Jahr. Leute, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, ein wunderschönes Wochenende, je nachdem, wann ihr kommt. Happy 2K Day. Ich bin jetzt erstmal raus.